Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Barbecue. Geil, aber günstig. Ja, heute gibt es mal wieder ein leckeres Schmankerl und zwar Brokkoli-Garnelen im Bierteig. Bleibt gespannt. So, hier haben wir die Zutaten für unsere Brokkoli-Garnelen im Bierteig. Natürlich hier den Brokkoli, die Garnelen. Dann haben wir hier ein paar Zahnstocher. Ja, für den Bierteig brauchen wir 200 Milliliter Bier, 200 Gramm Mehl. Wir brauchen 10 Gramm Backpulver, 2 Eier, Pfeffer und Salz und etwas Muskatnuss. Ja, dann gehen wir als erstes her und rühren mal den Bierteig an. Dann geht's los. So, wir gehen als erstes her, geben 4 Esslöffel Öl in die Schüssel. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich für ein Öl hier drin habe, ob Rapsöl oder Sonnenblumenöl. Aber es ist beides möglich. So, als nächstes nehmen wir die Eier, schlagen die auf, geben die komplett rein. Gehen wir her und schlagen das Ganze schon einmal durch, dass die Eier sich schon mal, ich wollte gerade sagen, aufgelöst haben. Nee, aber dass die schon, ja, das Eigelb kaputt ist. So, dann können wir schon das Mehl hinzugeben. Ich habe hier das Backpulver schon mit reingetan. Ui, das war ein bisschen schnell. Wir rühren das Ganze ein bisschen unter. Also das hier ist wirklich kein Hexenwerk. Ich habe früher auch immer gedacht, oh, um Gottes Willen, Bierteig, schwer. Und nee, überhaupt nicht. So, wir gehen jetzt her, geben mal so ein bisschen Bier hinzu, dass sich das Ganze so ein bisschen besser verrühren lässt. Wir wollen das gleich so haben, dass wir eine Konsistenz haben. Ja, wie ein Waffelteig oder Pfannkuchenteig. Jetzt muss ordentlich noch was hinzu. So, jetzt lässt es sich auch rühren. Ja, also wie gesagt, das war's schon bald. Jetzt kommt das restliche Bier noch dran. Dann gehen wir her, würzen das Ganze mit Pfeffer und Salz. Das können wir auch jetzt machen. Wir geben einen halben Teelöffel Salz an den Teig. Würzen das Ganze mit Pfeffer. Da soll auch ein halber Teelöffel Pfeffer dran. Aber das mache ich jetzt hier frei nach Schnauze. So, dann soll eine Prise Muskatnuss dran. Ich habe die Muskatnuss vorher schon gerieben, dass wir hier frische haben. Ihr könnt aber auch Muskatnusspulver nehmen aus dem Gläschen. So, jetzt rühren wir das Ganze so, dass keine Klumpen mehr drin sind. Heben das Bier ordentlich unter. So, der Teig ist soweit schon gut. Er hat jetzt schon die richtige Konsistenz. So, bevor wir das Ganze zusammenbauen, bei Brokkoli und Blumenkohl ist es so, dass wir jetzt hier in diesem Falle den Brokkoli vorher einmal in die Fritteuse packen müssen, weil sonst wird er nicht gar oder der Teig zu braun. Wir frittieren die einmal kurz an. So, ich denke, das soll reichen.
Das sieht gut aus. Ja, dann hole ich die mal raus. Ja, mein Plan sieht so aus. Ich habe hier Zahnstocher. Ich nehme mal, ach nee, halt, stopp. Erst gehen wir mal her. Geben noch ein bisschen Salz drüber. Geben dann noch ein bisschen Pfeffer dran. So, jetzt nehmen wir mal hier so einen Shrimps. Ja, der Brokkoli ist schon weich. So ist mein Plan, dass wir die so zusammenbauen. Ja, das machen wir jetzt erstmal mit ein paar Stück und dann komme ich wieder zu euch. Ja, jetzt habe ich mal ein paar zusammengesteckt, wie gesagt, mit Brokkoli und den Shrimps. Ich habe mir so eine lange Pinzette. Ich schmeiße die Dinger einfach mal in den Teich. Ja, und dann machen wir die nächsten. Das sieht gut aus. Ja, die Fritteuse ist, wie gesagt, auf 180 Grad vorgeheizt. Können wir also hergehen und die jetzt mal reinschmeißen. So, ich habe jetzt mal ein paar fertig gemacht. Ich gebe die jetzt mal ins heiße Öl. Dadurch, dass hier Backpulver dran ist, ist das jetzt so ein Teig, der aufgeht, was dann nicht aussieht wie nur Panade. So, ich stelle meine Stoppuhr mal auf 3 Minuten, ich gucke aber zwischendurch mal rein, weil die mache ich auch zum ersten Mal. Ja, meine Fritteuse habe ich gesehen, da stehen auch Shrimps drauf, die soll man bei 160 Grad machen. Heißt also, ich habe die Fritteuse von 180 Grad auf 160 Grad runtergestellt. Ja, dann wollen wir gleich mal schauen. So, die 3 Minuten sind um. Wir wollen mal schauen, wie die aussehen. Also gebacken sind sie schon mal gut. Ja, von der Farbe her würde ich sagen, tipptopp, 3 Minuten passt bei 160 Grad. Ja, wenn ihr euch fragt, warum ich das Fritteusensieb rausgenommen habe, das hat den Hintergrund, dass wenn die in die Fritteuse kommt, dann absinken, ja, dann backen die an diesem Fritteusengitter fest und man kriegt das nicht mehr ab und man macht sich die ganze Panade kaputt. Darum lasse ich die hier im freien Öl schwimmen und hole die hier mit so einem Ölschöpfkeller raus. Ja, man lernt mit seinen Aufgaben, nicht so wie in dem letzten Video, wo ich da diesen Kartoffelstampfer genommen habe, um den Fisch reinzulegen. Ja, ich würde sagen, das sieht ganz gut aus. Wir gehen mal rüber zum Probieren. Ja, ich habe mir ein bisschen Knoblauchsoße rausgeholt, denn was passt besser als Knoblauchsoße zu den gebackenen Spießen? Ja, meine Idee unter anderem ja, passt super mit den Zahnstochern. Wenn die nämlich gebacken sind, halten die jetzt von alleine zusammen. Wir brauchen also nur noch hergehen, den Stocher rausziehen. Dann können wir das Ganze mal aufschneiden. Ich habe jetzt hier eine Hälfte Shrimps und ein bisschen Brokkoli. Wir probieren mal. Passt ja wieder zu meinen letzten Videos, wie auf der Kirmes, gebackener Brokkoli mit Knoblauchsoße. Also ich muss sagen, schmeckt wieder 1A super. Ja, das mit den Zahnstochern klappt auch echt extremst gut. Somit, wenn euch mein Video gefallen hat, klickt den Daumen nach oben. Seid ihr noch keine Abonnenten, abonniert gerne meinen Kanal. Klickt die Glocke, dann seid ihr immer up to date, wenn ich neue Videos reinsetze. Bleibt gesund, bis bald, euer Dirk vom Barbecue, geil aber günstig. Ciao!